Hi und herzlich willkommen hier auf pierrosini.com, die Weinshow. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute mich angeklickt habt, denn ich hatte es ja damals schon in einem Intro-Clip angekündigt, wir werden nicht nur Winzer besuchen, wir werden auch Sommeliers, Restaurants besuchen, also ab in die Gastronomie. Und ich bin wirklich mehr als stolz und froh, heute einen besonderen Gast bei mir in der Sendung zu haben. Miloš, am besten stellst du dich den Leuten kurz selber vor. Ja, Miloš Vucelja, ich bin der Restaurantleiter und Sommelier hier beim meinen auch alten Freund und Kollegen und auch mal früheren Chef Jean-Claude Badeau im Badeau La Poelle d'Or. So heißt das Restaurant jetzt wieder. Ja, wir hatten ja mal 14 Jahre Pause gemacht oder knapp 14 Jahre und jetzt sind wir wieder vor Ort und an Ort und Stelle, an der gleichen Ort und Stelle wie früher und versuchen wieder mal unsere alte Glanzleistung wieder zu erreichen, die wir früher hatten. Ja, Miloš, ihr seid ja, ihr habt eröffnet im Januar? Nein, Juni. Quatsch, im Juni, Juni 2010. Und das Spektakuläre, was ich auch finde, was dann auch der Michelin fand, ihr habt zwar keinen Stern bekommen, aber ihr habt eine wirklich gute Kritik bekommen. Ja, wir sind von den Journalisten und von den Gastrokritikern sind wir verwöhnt worden, muss man sagen. Und ich muss mich auch an dieser Stelle dafür bedanken. Der Michelin hat uns erwähnt mit beiden Restaurants, mit Bistro und Restaurant hier. Und der Gomio genauso. Und einige andere auch. Natürlich mal unser Lokalführer hier von Herrn Römer oder der Ralf Schlemmer Atlas und so weiter. Und wir hoffen natürlich aber allerdings dieses Jahr mal beim Gomio einen Punkt mehr zu erreichen und beim Michelin vielleicht mal den ersten Stern oder beziehungsweise den Stern zu erreichen, den wir früher her hatten. Über 20 Jahre lang war das Haus La Poelle d'Or, Badeau, mit einem Stern Michelin behaftet. Wir werden heute auch zwei tolle Weine probieren. Vielleicht erzählst du kurz was zum ersten Wein. Schalte mal kurz in die Kamera. Das ist der Manitou Salon 2009. Das ist eine kleine Mini-Appellation westlich von Sancerre vom Weingut. Ja, Pierre Clément. Pierre Clément ist ein Familienbetrieb seit 650 Jahren circa. Der ist aber der größte, zurzeit ist er der größte Winzer vor Ort, circa 40 Hektar und davon sind zwei Drittel Sauvignon Blanc und ein Drittel Pinot Noir wird dort angebaut. Ein Teil wird zum Rosé verarbeitet, aber der größte Teil zum Rotwein von dem Pinot Noir und der Sauvignon Blanc ist für mich einer der schönsten Sauvignon Blancs, die ich von der Loire mal getrunken habe. Ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Der macht zwei Qualitäten, einfach einmal der Basiswein und einmal den wir jetzt hier gerade haben, ne? Genau. Das ist der Basis. Das ist der Basiswein und dann macht er auch noch eine kleine Spezial-Cuvée aus ausgesuchten Parzellen. Und den nennt er Cuvier Pierre Alexandre, nach dem kleinen Sohn von Pierre. Und die Weine werden natürlich dann im neuen Barrique ausgebaut. Und das ist auch ein Wein, den man wirklich mal sehr schön zum Hummer oder zum verschiedenen anderen Gerichte auch servieren kann. Und wie gesagt, der Sauvignon Blanc, den wir jetzt im Glas haben, der präsentiert sich wirklich immer sehr schön, Jahr für Jahr, immer verlässliche Qualität. Und also wirklich ein Sauvignon, wie der im Buche steht. Ja, man sieht jetzt hier in der Farbe, ganz kurz in die Kamera, das ist so ein, was würdest du sagen, das ist so ein helles Grau-Gelb, ja. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr klar, sehr frisch. Sollen wir mal reinriechen? Jawohl. Halt mal die Nase rein. Ja. Und das ist typisch Sauvignon Blanc, wie man auch, also ich sag mal, klar, ganz klar erkennbar, Sauvignon Blanc, man hat so ein bisschen erstmal dieses, was aus dem Glas herausspringt. Ja, diese Stachelbeere. Für mich ist ein bisschen Stachelbeere, ein bisschen Melone, finde ich, das ist auch mal klassisch und typisch für Sauvignon Blanc. Ja. Eine Frische und eine Mineralität auch dabei, weil diese Böden, also diese Kalkböden, die man dort vorfindet und auch mal spezielle Steine wieder, wie zum Beispiel auch mal in dem Puy-Fumé auf der anderen Seite natürlich von der Loire, die Silex, also das ist auch mal im Prinzip auch auf der Seite auch mal manchmal zu finden und Pierre Clément hat wirklich die besten Lagen auf der Seite, wo Manitou Salon ist.
Oh, fantastisch, sehr lang. Aber vorweg ist leicht cremig, finde ich, so ein bisschen. Eine sehr ausbalancierte Säure. Hat die Aromen, die man auch im Glas hatte, in der Nase, kommen ganz stark wieder. Alles sehr gut verpackt. Ja? Ist jetzt nicht so, wie viel Alkohol hat der? Ich guck mal kurz. 13,5, ja. Kommt aber irgendwo auch mit einer gewissen Leichtigkeit daher. Ja. Ich finde auch mal, dass bei dem Wein, wenn man den mal jetzt mal neben einigen Sancerre-Weine hinstellt, dass die Sancerre-Weine, die haben natürlich eine größere Lobby, beziehungsweise sind im Bekanntheitsgrad ist viel größer, aber einige Sancerre-Winzer müssen sich mal wirklich mal anstrengen, so ein Sauvignon Blanc ins Glas zu bekommen. So, der zweite Wein für heute ist der, ich werde schon ganz nervös, ist der 90er, zeig mal kurz in die Kamera, Château Cap de Mourlain. Ja? Und das ist jetzt kein 2008er oder 2006er, ist ein 90er. Ja? Ein wirklich guter Jahrgang, wirklich sehr, sehr guter Jahrgang. Und ich bin sehr froh, dass wir ihn heute probieren können. Du hast, glaube ich, auf der Karte auch noch mehrere drauf, oder? Ja, ich habe den 82er, ich habe 78er, 76er, 83er. Also ich hatte einige Jahrgänge davon. Und das Weingut Cap de Moulin, also, und beziehungsweise die Weine von denen, die haben wir schon früher, als ich hier beim Jean-Claude gearbeitet habe, verkauft haben. Und da ist auch einer von denen Überbleibsel davon. Und da habe ich noch einige Flaschen da. Und das Weingut Cap de Moulin ist schon, sage ich mal, relativ bekannt. Und 90 war das schon ein guter Jahrgang. Aber das Weingut an sich ist, die 1647 ist ja schon belegt, dass die Familie Wein verkauft hat in Saint-Emilion. 1647? 1647. Und da waren die neueste Generation ist der Jacques Cap de Moulin, der jetzt die mehrere Weingüter, die besitzen, auch mal die Führung hat. Und was man jetzt im Glas zu sehen bekommt, also die Farbe ist ja für 90er, also das ist immerhin ist der Wein jetzt mal mittlerweile 20 Jahre alt. Und man, also ist, Braunfärbung ist da noch nicht zu sehen, finde ich. Ja, wir sind ja jetzt hier in Saint-Emilion. Ja. Saint-Emilion, sagt man rechte Seite? Ja, weil das Weingut ist ja auch mal im Norden von der Region Saint-Emilion in Richtung Pomerol gerichtet. Okay. Ne? Da sind ca. 14 Hektar Rebfläche ist das. Und also die produzieren auch immer ständig immer, sag ich mal, relativ verlässliche Qualitäten. So, wollen wir mal die Nase reinhalten? Jawohl, so. Das machen wir. Der wirkt jetzt auf Anhieb halt nicht so, ich meine, dafür, dass er jetzt ein 90er ist, wirkt noch relativ, wir haben, ich sag jetzt mal direkt so, meine erste Assoziation, noch Potenzial. Ist jetzt noch, aber er hat schon diese, ja, er hat schon noch dieses ein bisschen so Cassis, ein bisschen flaumige eher, ne? Was meinst du, ein bisschen flaumig, ein bisschen Kardamom, ein bisschen Gewürze sind da schon da, ja. Ein bisschen Leder, ein bisschen Tabak. Ja. Ist da schon dabei. Und also den würde ich auch nicht jetzt mal sagen, dass der jetzt am Höhe seiner Entwicklung ist. Also ich würde dem schon ein bisschen noch Potenzial zusprechen. Und ich denke, dass er es auch halten würde. Es hält natürlich davon ab, wie die Weine gelagert sind. Und der Jean-Claude hatte einen perfekten Keller, vielmehr seine Tante, die Weine mal in der Zwischenzeit gelagert hatte. Und die Weine sind wirklich noch perfekt erhalten. Also ich habe einige Flaschen von ihm und auch, wir haben auch Weine bis 1912 runter auf die mein Jahrgang. 1912, dafür hast du dich aber sehr gut gehalten, ja, muss ich dazu sagen. Ja? Die Haare sind ja zwar ausgegangen, aber also... Habe ich jetzt nicht gehört. Na gut. Ja, ich denke, wir probieren mal ein Stückchen. Auf jeden Fall. Also...
Wow. Was soll ich sagen? Der Wein, ich vermisse des Öfteren auf Bordeaux-Tasting, dass den Wein einen gewissen Druck, ich sag jetzt mal, so eine Lebendigkeit fehlt. Dieser Wein ist absolut lebendig, finde ich. Er hat natürlich auch wieder diese, ja, diese schöne Pflaume, dieses Gewürzige kommt sehr stark zur Geltung am Gaumen. Und ist auch von der Frucht, finde ich, sehr voll. Ja, also das muss man ganz klar sagen, finde ich, sehr voll. Und von den Tanninen her, es geht schon in die weiche Richtung. Also die haben sich schon sehr, sehr gut entwickelt. Ich würde auch sagen, der Wein hätte auf jeden Fall auch ein bisschen Potenzial. Was heißt ein bisschen Potenzial? Ich sage jetzt mal weitere 10 Jahre bestimmt. Ja, so dem Dreh. Weitere 10 Jahre mit Sicherheit. Ich weiß, und, vielleicht auch noch länger. Die Säure ist ja auch noch deutlich und präsent. Aber der hat diese Süße, diese Frucht, das ist ja. Diese Gewürzkugel, möchte ich mal fast dazu sagen. Ja. Mit den Früchten dazu, also das ist schon enorm. Und wie gesagt, also der hat also kein bisschen an seine Kraft eingebüßt, finde ich. Also wie gesagt, der Wein ist. Wenn ihr vorbeikommt ins La Poêle d'Or hier in Köln, ihr könnt von mir aus natürlich die Weine durchstöbern, aber dieser Wein, der muss getrunken werden. Toll. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ihr den Stern bekommen werdet. Du trägst dein Teil dazu bei, durch deine Erfahrung, durch dein Know-how, du bist wirklich, du weißt sehr viel über Wein, ich schätze das sehr und ich denke, das kommt auch so rüber und in dem Sinne, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Lust machen können auf La Poêle d'Or und wir sehen uns beim nächsten Clip. We'll be right back.